Die aufrechte Grundhaltung. Hallo, ich bin der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai Chi lernen. Heute beschäftigen wir uns mit der aufrechten Grundhaltung und das ist ein ganz wichtiges Prinzip im Tai Chi. Wenn du Tai Chi übst, dann solltest du dich immer sehr aufrecht bewegen und gleichzeitig entspannt. Und das zusammenzubringen ist manchmal relativ schwierig. Eine aufrechte Grundhaltung, was ist das überhaupt? Stell dir mal ein Lot vor. Ein Lot, das ist ja ein Faden, an dem unten ein Gewicht dran ist und der wird gehalten. Und dadurch, dass das Gewicht den Faden nach unten zieht, ist dieser Faden genau im Lot. Das heißt, er ist zu allen Seiten senkrecht. Und genau so wollen wir uns mit unserem Oberkörper im Tai Chi auch bewegen. Es gibt zwei große Fehler, die bei dieser Idee entstehen können, die du machen könntest. Und der eine Fehler ist, dass du zu sehr versuchst, aufrecht und gerade zu stehen und dabei dann die Brust rausstreckst. Ja? Das heißt, dann kommt Spannung in den Körper rein und der Brustbereich geht zu sehr nach vorne. Du kommst in ein Hohlkreuz vielleicht sogar und die Haltung ist nicht wirklich aufrecht, sondern zu sehr präsent nach vorne oben. Der zweite Fehler ist, dass du dann doch eher wieder versuchst zu entspannen und dann fallen oftmals die Schultern nach vorne. Der Oberkörper ist ein bisschen vorgebeugt und die Haltung ist nicht wirklich aufrecht, sondern eher lasch. Ja, ich übertreibe das hier so ein bisschen, aber es geht in diese Richtung. Also diese beiden Extreme gilt es zu vermeiden. Stell dir einfach mal als Bild vor, eine aufrechte Haltung für dich ist eine, wo die Wirbelkörper genau übereinander sind. Wie Bauklötze vielleicht. Ja, wenn du dir Bauklötze anschaust und du baust die Bauklötze genau übereinander auf, dann kann der Turm sehr hoch werden und ist in sich stabil, weil der obere Bauklotz genau sein Gewicht auf den unteren abgibt, auf die gesamte Fläche und so weiter. Wenn die Bauklötze etwas versetzt stehen, dann kannst du dir schon vorstellen, dass der Turm nicht sehr lange halten wird, wenn du ihn nach oben baust und dann kippt er zur Seite weg. Bei uns im Tai Chi kippt der Turm nicht zur Seite weg, aber um eben diese Bauklötze zu halten, brauchen wir wieder Muskulatur, verspannen und das wollen wir ja vermeiden. Wir machen also jetzt eine oder zwei kleine Übungen, um diese aufrechte Haltung einfach mal kennenzulernen. Die erste Übung ist, dass wir uns etwas nach vorne beugen und dann wieder nach hinten und wieder nach vorne. Und wieder nach hinten. Und du siehst schon, du kommst in ein Ungleichgewicht und die Idee dahinter wäre, dass du das Beugen immer kleiner werden lässt, bis du irgendwann genau in der Mitte stehst. Genau in der Mitte zwischen vorne und hinten. Wenn du zu sehr nach hinten stehst, dann merkst du, dass die Vordermuskulatur dich halten muss. Wenn du zu sehr nach vorne gebeugt bist, dann muss die hintere Muskulatur dich halten. Und wenn du genau in der Mitte stehst, dann stehst du aufrecht und lotrecht. So auch zu den Seiten. Beug dich mal zur einen Seite, nach links jetzt von dir aus oder nach rechts. Und auch hier merkst du, die linke Seite bei mir ist jetzt sehr entspannt und hängt. Und die rechte Seite muss arbeiten, damit ich eben nicht nach vorne zur Seite falle. Und jetzt kannst du auch hier schauen, wie fühlt sich das an? Und dann immer mehr in eine Mitte kommen, in der du keine Haltemuskulatur brauchst, um aufrecht zu stehen. Jetzt stehen wir wirklich lotrecht und aufrecht. Jetzt der zweite Test, die zweite Übung. Geh dazu an eine Wand, an die du gut kommst, wo nichts davor steht. Und stell dich sehr nah an die Wand ran, dass du mit den Fersen fast die Wand berührst. Beug die Knie etwas und dann versuch mal mit der Wirbelsäule die Wand zu berühren. Und dann schau mal, ob du die Wand zuerst mit der Hüfte berührst. Ich zeige das gerade mal, das ist übertrieben, aber so ungefähr. Oder ob du die Wand zuerst mit der Schulter berührt hast. Wenn du die Wand zuerst mit der Hüfte berührt hast, dann hast du vorgebeugt und ansonsten zurück. Und das Ziel wäre, die Wand mit Schulter und Hüfte gleichzeitig zu berühren, dann wärst du wirklich aufrecht, sofern deine Wand lotrecht ist, wovon wir meistens ausgehen können.
Ja, jetzt hast du zwei Übungen kennengelernt, die du wunderbar einmal für dich selbst ausprobieren kannst. Am besten jetzt direkt, sofern du eine Wand hast, an der du das testen kannst oder sonst im freien Raum versuchen kannst, deine aufrechte Haltung zu finden. Wenn dir das gefallen hat, das Video, dann schreib mir das doch am besten mal in einem Kommentar und gib mir ein Like. Und wenn du weitere Videos haben möchtest wie dieses oder ähnliche, dann abonniere am besten auch meinen Kanal. Sofern du Tai Chi mal richtig lernen willst, empfehle ich dir meinen Tai Chi Online-Kurs, in dem wir 7 Wochen lang uns intensiv gemeinsam mit Tai Chi beschäftigen. Das ist kein reines Selbstlernprogramm, sondern eine betreute Gruppe. Das heißt, ich bin live dabei und bin für deine Fragen jederzeit da. Bis dahin, tschüss!